Die Hausjärvi-Kiesgrubenmorde sind eine Reihe ungeklärter Morde in Finnland. Es begann in einer Nacht im November 1990, als eine 39-jährige, bereits angetrunkene Frau von einem dunkelhaarigen Mann in Lederjacke angesprochen wurde. Sie unterhielten sich und er bot ihr an, sie mitzunehmen, damit sie sich die Zugfahrt sparen kann. Er bot ihr Alkohol und Kapseln an, die sie annahm. Auch er nahm einige der Kapseln zu sich. Nach Aussagen der Frau wirkte er verzweifelt und hatte einen Kindersitz im Auto. Sie schlief ein. Als sie wieder zu sich kam, befanden sie sich nahe einer Kiesgrube. Sie stiegen aus, um sich zu erleichtern, doch der Unbekannte griff sie an. Mit einer leichten Kopfverletzung, offenbar hatte sie ihre dicke Wollmütze gerettet, floh sie und alarmierte die Behörden. Im April 1991 verließ eine 28-Jährige die psychiatrische Klinik, in der sie zur Behandlung war, und verschwand. Ursprünglich wollte sie zu einer Verhandlung reisen, in der es um das Sorgerecht ihres Sohnes ging, doch dort kam sie nie an. Am Tag darauf fand man ihre verstümmelte Leiche, nur 100 Meter von dem Ort entfernt, an dem der erste Angriff Monate zuvor stattgefunden hatte. Im August 1993 verschwand eine 40-Jährige, nachdem man sie wegen Trunkenheit nicht in ein Restaurant gelassen hatte. Das NBI, das National Bureau of Investigation, begann zu ermitteln. Man ging nun von einem möglichen Serientäter aus. Die Frau jedoch blieb verschwunden. Noch im Jahr 2017 wurde in den umliegenden Waldgebieten nach ihr gesucht. Erst im Jahr 2017 wurde bekannt, dass es 1989 bereits einen Vorfall gab, der dem ersten Angriff glich. Veröffentlicht wurde dies durch die Mutter des Opfers. Das Opfer selbst hatte ebenfalls fliehen können, war jedoch Jahre später an natürlichen Ursachen verstorben. Es werden auch Verbindungen zu weiteren Fällen vermutet. Eine Belästigungsserie 1988 und ein Mord im Dezember 1987 an einer 19-Jährigen. Doch vom Täter fehlt bis heute jede Spur.